da so rumzusitzen. Das wäre doch, glaube ich, auch clever. So. Nehmen wir die beiden Jungs nochmal ab hier. Kabel zurück. Hier raus. In das Ding rein. Nochmal hier. Items in Inventory pumpen. Dann müsst ihr auch nicht meckern. Warum meckert der denn jetzt? Nur weil er die beiden Overclock-Upgrades drin hat? Items Inventory. Oder wie warte mal, Maschine an, Maschine off, Rohr leer. Genau, Pump, wenn das Rohr leer ist. Ja, guck mal, so wie da vorne auch. Und dann kommt das gleiche jetzt ja auch wieder, das gleiche Spiel. So. Mass Fabricator, da ist er. Hier rein, pulsierendes Gatter drauf. Rohr leer pumpen. Jetzt brauchen wir wieder das und das alles hier. Und machen das jetzt so. Ach nee. Oh, das wäre natürlich auch tödlich gewesen, ja. Erst low. Und dann das hier. Und dann der Strom dran zwiebeln. So können wir es nämlich auch machen. Dann kann ich nämlich das hier immer noch rausputen mit dem Juju-Meter. Weil das will ich ja nämlich raus haben. Beziehungsweise soll ja auch raus. Hier muss ich, warte mal, das, doch hier lasse ich mal nochmal offen. Wo ich aber nicht mehr dran muss, ist weiß, dass ich hier nicht mehr dran muss. Weil die ist ja da. Das würde ja eigentlich laufen. Jetzt muss ich nur noch Strom drauf bekommen. Eine Speichereinheit vielleicht noch von hier, oder? Müssen wir eigentlich nicht haben. Ja, die Solarpanels. Will ja noch die Solarpanels, die da hinten sind, hier hinholen. Machen wir mal eben. Die will ich mir ja da hinten wegklauen. Zumindestens paar. Lauf, 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 lauf. Der läuft ja nämlich ohne Strom dann, ne? Ja. 2, 3, 4. Machen wir eben noch so. Ich brauche noch zwei. Zwei Dingerchen. Ach komm, warte mal, die nehmen wir raus und tun sie da hinten ein. Speichern schon mal. Jetzt bin ich am Überlegen, klaue ich die jetzt hier schon raus? Wäre ja gar nicht mal so dumm. Komm, wir klauen die jetzt schon mal hier raus. So. Kabel. Brauche ich denn eine Einheit? Ne, eigentlich nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der mit Low Voltage arbeitet, aber ich glaube mal schon. Ja, das Holz brauche ich erst nicht. Aber Glasfiberkabel brauche ich noch. Sehe ich gerade. Da müssen wir nämlich noch welche von machen. Machen nochmal 20 bzw. 24 Stück Masse, glaube ich, ne? Genau. Die brauche ich noch, das steht fest. Und die Low-Voltage-Dinger werde ich jetzt an die MFE anschließen. Dann habe ich da nämlich genug Platz von. Wo lasse ich die denn runtergehen, in die Kabel? Ach, wie können die doch? Hier. Lang gehen lassen. Dass ich die nämlich hier später hochgehen. Da ist es, Kuckuck. Dann haben wir das nämlich hinterm Haus alles weg. Nee, nicht nach unten. Ein Cobblestone habe ich, dankeschön. Ah, ja, das passt auch noch hier. Ein Cobblestone hin. So sieht es doch gleich ein bisschen besser aus. So, Kabel hier hoch. Ja. Hier kommt noch ein Dach zwischen, dann passt das nämlich, wenn ich das so mache. Okay, Strom bekommt er. Das ist schon mal gut. Die werden nachher alle noch ausgetauscht, also nicht wundern, die werden noch alle in,
einem Mittelvoltage-Ding umgewandelt und dann kommt auch eine MFE unten noch hin. Hier eine MFSU, nicht eine MFE, sondern eine MFSU. Und die füllt jetzt schon mal auf. Und wo macht er den Strom rein? 2%. Der hat keinen Strom. Oder müssen die andersrum? Hahaha. Ha. Und jetzt? Ah, andersrum. Ah, okay. Ist gut. 4%, das läuft. Dann machen wir das nämlich jetzt noch so ganz einfach. Wir holen jetzt hier Wasser und Lava und füllen schon mal das Ding auf. Beziehungsweise erstmal Lava. Bup, bup, bup. Ah, warum vergesse ich eigentlich, beziehungsweise stoppe ich mal die Uhr? Plapp. Eins. Zwei. Dann kann nämlich alles so arbeiten hier, wie ich lustig bin. Nein, nicht umdrehen. Sondern ich will Lava klauen. Weil ich habe mich letztens noch gesehen, ich muss mal bald wieder die Lavapumpe umschalten. So, habe ich erst die obere gemacht? Nee, ich habe erst doppelt gemacht. Okay, da, da ist drin. Jetzt fehlt noch da. Lava, Lava. So, noch zweimal laufen. Zack, zack. Und dann läuft das nämlich alles. Dann habe ich nämlich da schon mal sozusagen eine kleine Juliometer-Fabrik, die etwas besser läuft. Hier ist Lava drin, da ist Lava drin, da ist Lava drin, da ist Lava drin, alles klar. Jetzt brauche ich noch irgendwo Wasser her. Und Wasser bekomme ich. Wow, wo komme ich denn Wasser her? Ah, hier vorne. Hier ist doch genug. Hier ist doch über genug dahinter. Und was ist doch da weg? Muss doch kurz aufstehen hier. Oh, ein bisschen umsetzen. Quietsch, quietsch, quietsch. So, Wasser ist doch genug da. Ich könnte mal eben unendliche Quelle irgendwo hinsetzen. Ah, ist auch egal. Bekomme ja da genug. So, wenn es nicht mit 10 reicht oder wenn es mit 10 zu viel ist, dann werde ich ja schon sehen, dass es passend läuft. Unten und oben läuft schon mal alles klar. 4 laufen. Kann sein, dass ich dann irgendwann Overclock-Upgrades mehr machen muss. Der hat nur einen Eingang? Okay, ach so, ja, okay. So, kommt er damit aus? Ich glaube eher weniger. Sehen wir dann aber auch. Viere. Ja, da können wir mal noch ein paar hinpacken. Ach, hier weiß er gar nicht das Rezept. War ja was, stimmt. Jetzt hat er natürlich schon zu viele. Müssen wir mal eben noch ein paar Overclocker-Upgrades holen. Wo klaue ich die da am schlausten raus? Da. Drei Stück. Ah, jetzt kommt nicht mehr Cobblestone weg. Ah ja, jetzt läuft es etwas schneller. Kommt natürlich aber auch nicht hinterher. Hier müssen wir sagen, komm, mach hier Items Inventory pumpen. Dann ist er immer am Pumpen, ist auch egal. Das ist natürlich schon zu viel mit vielen, okay. Vielleicht auch ein Transformer-Upgrade und dann nochmal ein bisschen erhöhen. Ist ja gar nicht so schlimm. Das macht mir ja gar nichts aus. Vielleicht nehme ich noch das sechste hier mit. Gucken wir mal gleich, ob er dann noch abschmiert oder ob er noch genug Strom bekommt. Ha, jetzt hat er nämlich keinen Strom mehr. Hahaha. Haha, da ist es doch das Problem. Deswegen auch ein Atomkraftwerk. Jetzt kommen mir natürlich genug Steine entgegengeflogen. Gleich, ich hätte das noch nicht machen sollen. Ich hätte erstmal per Hand noch ein paar reinwerfen sollen. Dann gehen wir mal eine Runde schlafen. Wobei ich auch hätte machen können, die MFE da schon ein bisschen Strom reintun können. So, na komm.
Ich hab, ja, packe ich jetzt gerne mal ein paar Tausende rein. 2, 3.000 oder 10.000, dass er schon mal ein bisschen aufgefüllt ist. Das läuft ja noch nicht ganz hier mit dem Strom. Das soll ja eigentlich schneller auffüllen, als es überhaupt kann. So, füll mal ein bisschen Strom rein. Kommen wir mal noch 20, 30.000 rein. Reicht erstmal, glaube ich. Sechstes, jetzt läuft's schneller. Mit, ja, kommen wir mit vieren weg. Alles klar. Kommt damit weg. Schafft er hier natürlich auch. Schafft aber gleich nicht, weil ich keinen Strom mehr hier drin habe. Was soll er machen? Komm, mach den Rest auch rein. Dann sollte man nämlich so langsam mit dem Atomkraftwerk doch schon anfangen. Hier. Pack dir mal den Rest hier rein. Hat natürlich jetzt ein Problem, ich kann hier nichts so reinschmeißen. Warte mal, stack doch mal. Was soll er machen? Wir stacken das jetzt nicht ganz. Er soll einfach nur so stacken. Alles, was ich da rauskriege, wird schon irgendwo landen. Atomkraftwerk. Brauchen wir auch so viel Müll, ne? Da brauchen wir auch so viel Müll. Wir hoffen, dass das jetzt gleich funktioniert, wenn das wieder Tag läuft. Reaktorkern. Da, Reaktor. Ach du ahnst es nicht. Reaktor Chamber. Genau, da brauchen wir Kupfer für. Nehmen wir mal 2 6 hier raus. Kann ich natürlich jetzt auch nichts gegen machen. Ich habe jetzt natürlich kein Kupfer. So, dass er so einbrennt. Ich habe gerade nichts. Kann ich aber nichts gegen tun. Ohne Kupfer geht's hier nicht weiter. Nee, nee, nee. Ich habe ja nur hier so ein paar, aber da muss ich ja alles rausmachen. Lohnt sich auch nicht, kann ich auch nicht machen. Ja, müssen wir gleich, muss ich jetzt gleich einen Cut machen und ein bisschen einschmelzen. Und mir ein bisschen aus Metall herstellen, weil dann soll das hier nämlich schon mal laufen und ein bisschen mehr aufpumpen. Weil ohne Strom komme ich hier nicht weiter. Hat nämlich gleich keinen Strom mehr. So viel Verbrauch, ich kann ja gar nicht hier nachschießen. Gut, 2 Jometer hat er schon. Nee, ich verbrauche einfach zu viel. An den Stellen. Ich hätte vielleicht auch erst ein paar Scrapboxen machen sollen, einfach nur so. Jetzt gleich kommt es, der meckert da, weil er keinen Strom mehr hat, oder? Nee, komisch. Es reicht gerade so knapp. Es reicht gerade so knapp, dass es das hier schafft. Wie ihr sehen könnt. So. Ja, mach mal hier. Mach mal, wird schon. Ja, das läuft. Läuft. So läuft es einmal frei. Soll natürlich jetzt nur mehr Strom kommen. Gut. Kupfer muss brennen. Muss ich auch erst machen. Was brauchen wir denn noch dafür? Reaktorkerne. Brauchen wir diese Chambers? Ja, da brauchen wir für Kupfer. Wir können auch einen Generator machen. Da brauche ich auch 2 von. Brauche erstmal gleich noch genug Material. Das steht fest. Dann mache ich nämlich jetzt erst Kupfer raus. Und dann brauche ich nämlich Platten ohne Ende für Upgrades. Erstmal ein kleines einfaches machen, damit das laufen kann und dann nach und nach alles aufbauen. Beziehungsweise größere, effizientere Atomkraftwerke bauen. Das schmeiße ich mal hier rein, brauche ich gerade nicht. Da. So oder so. Ja. Kann ich gerade auch nur hier stackweise da irgendwie reinschmeißen, das Kupferstaub. Aber sonst nichts anderes hier. Rein mit dir. So, da fehlt ja auch noch, komm. Mach fertig, mach fertig, mach fertig, mach fertig. Nee, ist auch ein Induction Smelter, lohnt sich auch nicht hier.
Macht da auch nichts, ne? Nein. Schnarch, 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 schnarch. Hast doch genug Strom. Kannst eigentlich schnell laufen. Das ist natürlich jetzt blöd, habe ich gar nicht drauf aufgepasst. Aber wir können da was anderes in der Zeit machen. Aber das machen wir kurz nach dem Cut. Bis gleich.